Servus, willkommen und hallo bei Not Another Look Show. So, also heute erzähle ich einmal, was mich so getriggert hat im Gefängnis. Also ich war in Stadelheim ja eingesperrt, ungefähr 4 Monate lang in Einzelhaft. Oder zumindest so, dass ich nicht in einer Einzelzelle nach außen liegen darf, sondern nur in den Innenhof. Und eine Trennung hatte zu diesem Oskar, der mit den einen, der in Klevik sitzen ist, dann haben sie uns erst einmal so vorgeworfen, wir hätten in einer Bande gearbeitet. Später ist natürlich rausgekommen, der Oskar hat mich beauftragt, was zu holen und den anderen auch beauftragt, was zu holen. Zu diesem Zeitpunkt allerdings war es halt so, 4 Monate lang habe ich nicht arbeiten gehen dürfen in der U-Haft, mir kein Geld verdienen können, war halt abgesondert ein bisschen, weil ich auch nicht in die Kirche abgehen dürfen, ich durfte keinen Sport machen, aber der andere jünger war als ich, hatte der diese ganzen Vorzüge. Ja, nach 4 Monaten halt kriege ich eine Verteidigerpost. So. Verteidigerpost von meinem Anwalt. Und da schreibt er, was er halt beantragt hat. Ich bitte die angeordnete Trennung aufzuheben und Herrn Schmidt-Bauer eine Arbeitserlaubnis zu gewähren. Zur Begründung führe ich kurz aus. Die angeordnete Trennung erfolgte im Hinblick auf den ebenfalls bis dato in der JVA München-Stadelheim eingesessenen, anderweitig verfolgten Oskar W., Herr W. wurde inzwischen zu einer Jugendstrafe verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt worden ist, mit der Folge, dass sich Herr W. nicht mehr in der JVA München-Stadelheim befindet. Es besteht daher selbstredend auch nicht die Gefahr von Absprachen, wobei darüber hinaus anzumerken ist, dass Herr Schmidt-Bauer ein Geständnis abgelegt hat, zu dem Zeitpunkt dann eben. Nach meiner Auffassung ist es gerade bei betäubungsmittelabhängigen Tätern sinnvoll, sie in einem regelmäßigen Arbeitsprozess einzugliedern. Und da gerade die Betäubungsmittelabhängigkeit in der Regel die Fähigkeit, kontinuierlich einer Tätigkeit nachzugehen, verloren gegangen ist, insofern ist eine Arbeitsgenehmigung auch ein Stück Vorbereitung für die spätere Wiedereingliederung eines Betäubungsmittelabhängigen. Ich bin dankbar, wenn die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft alsbald an den Ermittlungsrichter weitergeleitet würde. 4 Monate. 4 verkackte Monate. Dann durfte ich endlich arbeiten. Ein bisschen Erleichterung. Ein bisschen durchatmen. Dann kommt auch schon die Anklageschrift. Und mit der Anklageschrift dann auch die Verhandlung. Mit der Verhandlung die Option auf Therapie. Und dann... Aber bis dahin, 4 Monate lang, ist das wie eine Qual. Du sitzt in einem scheiß verkackten kleinen Zimmer drin, draußen schreien Leute umeinander, du hast nichts, keine Zigaretten, du hast sowieso nichts zum Saufen, du hast kein Tabak, du hast gar nichts. Du hast nur den Lärm und siehst nur kahle Wände mit komischen Sprüchen drauf, wenn du das entziffern kannst. Du bist froh, wenn du mit irgendjemandem zusammen in einer scheiß Loch da drinnen hocken kannst und dich unterhalten, der das sagt, wie das Ganze abläuft, weil du kriegst von niemandem eine Information. Kein Lehrer sagt da, hey, du kannst da Geld überweisen lassen oder einzahlen lassen. Deine Post, die du rausschickst, die ist mindestens 14 Tage unterwegs, weil es ein Richter oder Staatsanwalt erst einmal liest, ob du da drin Absprachen treffen möchtest oder Drogen bestellst oder Waffen oder Flucht oder sonst irgendwas planst. In meinem Fall war das halt so, dass ich da Sachen erlebt habe, die mich schon total geschockt haben. Da war zum Beispiel einer, der ist erwischt worden mit einem ganzen Koffer voller Kokain. Kofferraum voller Kokain, sowas. Kofferraum hat er voll gehabt. Das hat man auch in die Zeitungen gelesen. Also wir wussten, dass da so einer reinkommt. Den haben sie irgendwie, glaube ich, in München-Schwabing oder so aufgehalten, das Auto untersucht und dann haben sie halt einen Kofferraum voll Koks gefunden und den mitgenommen. Das heißt, der hat auch einen Haufen Kohle gehabt. Wie der dazu gekommen ist, weiß ich nicht, aber eines Tages ist Hofgang gewesen, hatten wir Vormittagshofgang, denn es kommt halt niemand, weißt du, oder sagt Bescheid. Normalerweise haben sie immer die Türen aufgesperrt, hast gesucht, jetzt kannst du rausgehen, ein bisschen quatschen mit den anderen Gefangenen und dann geht es in den Hof und hast eine Stunde, kannst du dann im Kreis gehen und dich ein bisschen unterhalten
wenn du Glück hast und der Beamte nicht aufpasst, kannst du doch mit den anderen Häusern quatschen und vielleicht ein Geschäft allein machen oder so. Und da war es so, kommt jemand. Ja, die Leute klopfen halt schon. Und niemand sagt Bescheid, alle schreien, hey, was los, Aufgabe, mitten raus, mitten raus. Ja, so nach eineinhalb Stunden ungefähr kommen sie halt dann doch und sperren auf. Momentlich raus. Dann gehe ich so nach vorne Richtung Tür, riecht es voll nach Scheiße. Beim Vorbeigehen sehe ich die Zelle von dem Typen, dass Leute drinstehen, Fotos machen und so, und dass es da stinkt, und haben sie es gleich weitergeschickt. Später nach dem Hofgang, wenn man alle gerätselt hätte, was ist mit dem passiert, was konnte denn los sein, hat es uns halt der Hausarbeiter erzählt. Der Typ da drinnen hat sich ja Heroin besorgt. Und zwar nicht so ein braunes Scheißzeug, was wir immer gehabt haben, sondern das war ein Thai Edge. Heroin Nummer 4, weiß. Das kannst du auch gar nicht schnupfen, nix. Wie er das geschafft hat, weiß ich auch nicht, aber er hat eine Spritze gehabt. In München-Stadelheim ist es sehr schwer, an irgendwas zu kommen. Der muss echt Kohle gehabt haben. Fakt ist, er hat sich da die Fotos von seiner Frau und seinen Kindern aufs Bett gelegt und hat sich eine Überdosis gespritzt, während er sich das angeguckt hat. Er lehnte mit dem Kopf am Schrank so, dass er das sehen kann, die Überdosis, und genau in der Position ist er gefunden worden. Außer, dass halt er in die Hose gekackt hat und sich voll gepisst hat. Das müsst ihr auch mal wissen, ja, wie eine Überdosis macht. Lassen die Muskeln alle nach. In dem Augenblick kackst du und pisst du dich an. Deswegen die Fotos, was es gibt von Leuten, die eine Überdosis hatten, haben alle die Hose unten. Das ist schon ein schrecklicher Tod, glaube ich, für die Leute, die das danach finden. Für dich selber ist das nichts. Also ich habe schon mal einmal in meinem Leben fast eine Überdosis gehabt. Das war ganz knapp davor. Das war auch ein bisschen mehr als wie das im Gefängnis. Und da ist es dann auch damals mein Schlüsselerlebnis gewesen, wieso ich dann gesagt habe, jetzt höre ich auf. Hat aber jetzt nichts hiermit zu tun. Ja, dieses Erlebnis war schon sehr prägend. Das hat man gesagt, mir gezeigt, dass wenn du viel Geld hast und du selbst in München-Stadelheim bist, in einem Abteil, wo man ganz schwer nur Kontakt nach draußen kriegt, wenn du auch noch eine Sperre hast, eine Kontaktsperre nach draußen hast, hat er trotzdem geschafft, sich ein Pack Heroin Nummer 4, hochreines Zeug, inklusive Spritzen, alles, was man braucht zum Spritzen, ins Gefängnis kommen zu lassen. Und wisst ihr, warum er sich umgebracht hat? Weil jeder, den er gefragt hat, mit was er zu rechnen hat, gesagt hat, ja, mindestens lebenslang. In Bayern ein Koffer voller Kokain, ein Kofferraum voller Kokain, ein paar Tonnen oder weiß ich nicht, wie viel das war, 500 Kilo, ich weiß es wirklich nicht mehr. Es war schon sehr viel und hoch rein, und er ist halt erwischt worden. Eigentlich war er Antiquitätenhändler oder sowas. Und ja, wie es halt so ist, man hat ja gar nicht so das Gefühl, dass man etwas Unrechtes macht, wenn man mit Drogen handelt. Das ist halt ein Geschäft, wie jedes andere auch. Man tut nichts Unrechtes in seinen eigenen Augen. Und so war es bei ihm halt auch. Er war Seele von Mensch, er war total nett und lieb und echt, der war auch war intelligent. Aber die Aussicht auf Gefängnis nach ein paar Wochen Stadelheim, und weil er ja auch keine Aussage gemacht hat, hat er halt auch Druck gehabt, so wie ich diesen Druck die ganze Zeit gehabt habe. Da ist es halt schon so, dass man sich ja innerlich ein bisschen zerbricht, dass man kaputt geht an dem Ganzen. Und abstumpft auch. Aber bei ihm war es halt so, dass die Aussicht auf für immer, hat er sich halt dann das Leben genommen. Schade drum. Wieder einer mehr von den Guten, der wegen einem dämlichen Gesetz gestorben ist.